So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe noch gerade dafür gesorgt, dass ich jetzt ein wenig angenehmer spielen kann. Und... Ach, ihr seid wieder da. Na gut, immerhin. Also, was heißt immerhin? Ihr kümmert mich nicht so wirklich, außer Igor, der hält so viel aus. Aber der eine stirbt wenigstens schnell. Nein, egal, die Herzen, brauche ich nicht. Igor, 101! Boah. Ja, toll. Triff uns, aber wenigstens gibt uns Herzen wieder. Okay. Alles ist wieder gut, ich verzeihe dir, Igor. Wow. Leute, seid ihr bereit, den Doktor in den Arsch zu treten? Ich bin es, deswegen gehe ich jetzt rein. Und wir sind im Thronsaal. Und hier ist der Thron. Und ihr erinnert euch vielleicht an den ganz am Anfang, noch bevor ich das Spiel angefangen habe, wo hier die Krone, alles war im Hintergrund dunkel, da lag die Krone. Und rechts hat Misery in einer Blase geschwebt und links Balrog oder andersrum, weiß ich nicht genau. Und der Doktor hat sich genähert. Ja, hier war der Ruheort der Krone und dort ist Misery, wie man schon sehen kann. Na? Na? Ah, du bist es also. Du bist wirklich ein... Tenacious One. Es liegt mir auf die Zunge. Du bist wirklich ein Zäher. Brocken. Das, stehe ich dir zu. Ich nehme an, du bist hier, um den Kern zu zerstören. Ich habe dich eigentlich nur als einen außer Kontrolle geratenen Roboter betrachtet, aber ich sehe, dass ich dich unterschätzt habe. Du solltest wissen, dass ich keine Zuneigung zu dieser Insel hege. Es ist einfach mein Schicksal, dass ich demjenigen gehorchen muss, der die Krone trägt. Bereite dich selbst vor. Okay, wir können endlich Misery in den Arsch treten. Und... ich weiß noch, hier bin ich damals schon ein paar Mal gestorben. Aber da hatte ich noch keine Erfahrung, wie ich diesen Bosskampf machen muss. Und außerdem hatte ich da auch nur das Maschinengewehr. Nicht die Booster 2.0. Okay, ich sollte trotzdem aufpassen, was ich tue. Die Misery hat mir jetzt schon viel abgezogen. Aber ich habe ja noch den Lebensenergie-Container. Wobei ich glaube, den hebe ich mir lieber auf. Für, wenn ich den wirklich brauche. Hey, Fledermäuse! So, wie man sehen kann, Misery ist jetzt nicht so das Problem, wenn man weiß, wie man, was man tut und entsprechend Waffen hat. Ich nehme doch schon zu viel Schaden, das ist nicht gut. Wahrscheinlich muss ich den Kampf nochmal machen. Aber das ist mir jetzt egal. Ihr seht schon mal, Misery geht relativ flott. Ja, Misery ist besiegt. Ja! Eric! Und sie haut ab nach oben. Na, Misery besiegt, jawohl. Das hat gut getan. Wir haben nur ein bisschen wenig Leben jetzt. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. So. Es geht weiter nach oben. Ab zum nächsten Kampf. Ey, gehst du wohl da hoch? Wir müssen den Doktor ja noch besiegen. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Der... Der königliche Tisch. Königliche Tafel. Das ist Chaco. Hallo, Chaco. Der Doktor hat Angst vor uns. Deswegen hat er uns eingeschlossen. Daran bin ich mir sicher. Oh, es ist der Herr Reisende. Bist du gekommen, um mich zu retten? Nein, eigentlich bin ich gekommen, um euch alle zu retten. Da ist der Doktor. Hallo, Doktor. Endlich ist es fertig. Rote Blumen einem Mimiger zu verschreiben, sorgt dafür, dass es in einen brutalen Wutanfall fällt. Der Grund dafür ist de facto sehr simpel. Die Blumen haben nicht nur eine Substanz, die latenten Kräfte herausbringen, sondern sie zerstören auch sämtliche Bereiche, die dafür verantwortlich sind, dass man mit Logik handelt. Und es ist genau das, was ich erfolgreich aus den Blumen extrahiert und konzentriert habe. Du kannst es sehen in der Form von diesem Kristall, diesem roten Kristall. Und nicht so wie die Blumen wird dieser Kristall Menschen ebenso beeinflussen. Ha ha ha. Ich glaube, du bist ein wenig verrückt, Doktor. Das ist
keine gute Idee. Es ist wundervoll. Verstehst du, wie wunderbar das ist? Verstehst du es? Ich bezweifle, dass du es tust. Dann erlaube mir, es zu erklären. In einer speziellen Lektion. Bring it on! Gut. Endlich können wir den Doktor mal besiegen. Oder zumindest bekämpfen. Und ihm mal zeigen, was Schmerzen sind. Wenn er sich dann treffen lässt. So. Blabla. Raketen möchte ich hier noch nicht benutzen. Ich habe sowieso nur Level 2. Das ist ein bisschen... Wow, 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 wow. Ja, muss ich nicht gleich durchdrehen, ne? Aua. Okay, er macht nur 5 Schaden damit. Das geht noch. Ich bin froh, dass ich den Booster habe, echt. Und die meine tolle, verbesserte Polarstern. Denn... Ich liebe diese Waffe, sie ist einfach wundervoll. Okay, ein Treffer noch. Und dann ist auch der Doktor-Geschichte. Vielleicht. Nein! Ein Schaden, okay. 10 noch. Ah, oh Gott, geh weg. So. Ja! Die Kraft. Ich kann sie nicht kontrollieren. Und er mutiert auch zu einem wahnsinnig gewordenen Vieh. Genau wie die Mimigas. Sein Kristall scheint zu... Was? Aua! Er scheint zu funktionieren. Hallo? Lass dich doch mal treffen. Okay, ich mache anscheinend Schaden. Aber der ist... Aua! Irgendwie ein bisschen heftiger als der Professor davor. Seine normale Form. Hilfe! Ich brauche nicht Fledermäuse, ich brauche Leben. Gib mir Leben, Fledermäuse. Hallo? Oh Gott. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ja, ich sterbe, okay. Aber der Kampf ist gar nicht so schwer. Ich weiß noch, wie ich den das erste Mal gemacht habe. Bin ich unglaublich an diesem Kampf verzweifelt. Ich habe den mehrmals gemacht. Erst so Misery besiegt und dann danach gedacht, oh Gott, der Doktor. Und dann, oh Gott, die verwandelte Form. Aber ich habe nicht aufgegeben, bin immer weitergekommen. Und ja, habe immer mehr Schaden gemacht. Und irgendwann habe ich es dann geschafft. Deswegen bin ich auch guter Dinge, dass ich es diesmal schaffen werde. Und nicht so lange brauchen werde wie beim letzten Mal. Ey, du Mistvieh. Oh, ey, hallo. Ja, stirb. Genau, Erfahrung kann ich noch gebrauchen. Ich frage mich, ob ich jetzt auch nochmal nach oben kann. Und ob dann da wieder alles da ist. Denn ich bin ja quasi zurückgegangen und die Gegner sind ja auch wieder da. Das wäre ziemlich praktisch. Dann könnte ich jetzt nämlich meinen Raketenwerfer wieder auf Level 3 bringen. Der hat ja irgendwie... Warum ist der überhaupt auch nicht mehr auf Level 3? Das verstehe ich gerade nicht. Ich habe den doch komplett aufgelevelt und dann nicht mehr benutzt. Ja, aber das scheint... Ja, es ist alles wieder da. Wunderbar. Gut, ich kann mich hier wirklich bis zum Erbrechen auffüllen. So. Gib mir mal hier... Ja, Raketen finde ich da sowieso neu. Deshalb kann ich das Level up. Okay. Moment. So. Wieso ist das alles eigentlich gerade wieder... Hä? Ich habe das alles aufgelevelt. Oder... Ach nee, weil ich ja gar nicht oben war. Weil ich ja nicht gespeichert habe, nachdem ich hier oben war. Okay. Das erklärt es natürlich. Aber... vielleicht hätte ich den Bubbler lieber auf Level 3 machen sollen. Aber was soll's. Nemesis und Spur und Raketen werden mir reichen. Und ja, ein paar kann ich noch aufsammeln. Die da oben auch bitte. Und ja, diesmal gehe ich nicht durch die Wolken, diesmal lasse ich mir einfach nach unten fallen. Okay, dann wollen wir nochmal Misery herausfordern. Diesmal ohne uns so viel treffen zu lassen. Hallo Misery, ja, ich bin es. Bla, 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 bla. Du musst demjenigen gehorchen, der die Krone hat. Ist klar. Wow, cool, das war gut. Das war jetzt zwar nicht absichtlich, aber... Das war auch nicht absichtlich, dich nicht zu treffen, aber... Okay, das geht aber diesmal. Also, diesmal lasse ich mich nicht so oft treffen. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Vielleicht habe ich dich auch besiegt. Oh, okay. Ja, ich habe gerade keine Lust aufzuladen. Yeah, das mag ich nicht. Und das war's. Lass dich doch mal... Oh, Ausweichskills. Nein. Jawohl, wunderbar. Diesmal habe ich es geschafft, ohne mich wirklich treffen zu lassen. Diesmal gehe ich mit mehr als 16 Leben da hoch. Und dann dürfte der Doktor auch kein Problem sein.
Herr Misery besiegt. Yay!